Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Geister, Monster und Dämonen bedrohen unsere Welt. Auch wahnsinnige Persönlichkeiten und Gefahren aus anderen Dimensionen lauern im Verborgenen. Ihr glaubt mir nicht? Ihr glaubt, das gibt es nur in Romanen oder Hörspielen? Richtig, das gibt es nur bei Ballard. Toni Ballard. Und damit herzlich willkommen beim 12. Kalendertürchen des spezial gelagerten Adventskalenders. Heute geht es um die Hörspielreihe Toni Ballard von Dreamland Productions. Im Mittelpunkt der Serie steht der namensgebende Protagonist Toni Ballard, der sich als Dämonenhasser bezeichnet. Gemeinsam mit seiner Freundin Vicky Bonet und weiteren Freunden kämpft er gegen die Mächte des Bösen. Wer jetzt stutzig wird, muss wahrscheinlich sofort an John Sinclair und Co. denken. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn auch Toni Ballard wurde einst in der Romanserie Gespensterkrimis wie der Sohn des Lichts eingeführt und später als eigenständige Serie fortgeführt. Bei der ersten Folge des Hörspiels wird quasi die Origin-Story von Toni Ballard erzählt. Dieser muss sich hier 7 Hexen stellen, welche eigentlich vor 300 Jahren von seinem Vorfahren gerichtet worden sind. Dies ist wohl seine erste Begegnung mit dem Übernatürlichen, doch er soll sich schnell weiterentwickeln. Er findet mächtige Freunde und entwickelt Waffen, um das Böse zu bekämpfen. Mittlerweile sind 29 Hörspiele von Toni Ballard erschienen und die Serie wird weiterhin fortgesetzt. Ich habe zunächst einen Querschnitt versucht zu hören und bin von Folge 1 zu Folge 16 gesprungen. Hier habe ich dann festgestellt, dass sehr viel, nennen wir es mal, Metaplot für das Hören notwendig ist und die gesamte Handlung zu überblicken. Daher empfehle ich unbedingt, die Hörspiele in chronologischer Reihenfolge zu hören. Toni Ballard zu hören macht richtig Spaß. Mir scheint es, dass die ganze Produktion eine Hommage bzw. Reminiszenz an die Gruselklassiker der 80er Jahre darstellt. Sofort muss man an John Sinclair oder auch Larry Brand von Europa denken, was nicht zuletzt an dem Sprecherensemble liegt. So hat zum Beispiel der Sprecher von Larry Brand einige Cameo-Auftritte als Larry oder Professor Brand und auch der von mir sehr geschätzte Andreas von der Meden taucht in einigen Rollen in der Serie auf. Insgesamt fallen die Sprecher ausgesprochen gut aus. Sie schaffen es auch, über gelegentliche Schwächen in der Handlung oder ein paar schwache Dialoge hinwegzusehen. Man merkt der Produktion einfach die Liebe zum Hörspiel an und ist daher meine Hörspielempfehlung für heute. Ihr findet Toni Ballard bei den gängigen Streamingdiensten oder auch im Fachgeschäft eures Vertrauens. Und damit schließe ich heute das 12. Kalendertürchen. Eine etwas kürzere Folge, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr etwas zu Toni Ballard zu sagen habt, schreibt es doch am besten in die Kommentare oder sprecht uns auf unseren Anrufbeantworter, Telefonnummer 0421 175 43 43 0. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns morgen. Macht's gut. Vielen Dank fürs Hören vom spezial gelagerten Sonderpodcast. Wenn ihr noch Fragen oder Kritik habt oder einfach mal jemanden grüßen möchtet, hinterlasst uns doch gerne einen Anruf auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0421 175 43 430. Ihr dürft uns auch gerne eine 5- oder mehr Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlassen. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von 3 Fans und steht in keiner Verbindung zu Kosmos oder Europa. Alle Namensrechte bleiben von uns gewahrt. Wir bedanken uns bei der Bremer Band Tech Fu, dass wir ihren Song Nicht kleinlich als Titelmelodie benutzen dürfen. Ihr findet Tech Fu im Internet unter techfu.de oder bei Soundcloud. Außerdem danken wir unserer Station Voice Heinz Kreienbaum. Den spezial gelagerten Sonderpodcast findet ihr unter spezialgelagert.de oder bei Twitter, Facebook und Instagram jeweils unter spezialgelagert.